Ja, willkommen. Guten Morgen, darf man um 9 Uhr nur sagen, zu meiner Kaffeepause. Heute erstmalig sozusagen auf mehreren Kanälen. Wir haben einige dann Veränderungen vorgenommen beim letzten Mal, nachdem uns LinkedIn von Italien in eine Zeitzone verschoben hat, die nicht mehr in Europa ist. Deswegen heute andere Plattform, andere Möglichkeiten. Inhalt bleibt der gleiche. Ja, herzlich willkommen. Heute ein ganz besonderer Gast, mein Kollege Paul Grass, der Bauer, der uns heute ein bisschen was sagen wird zum Thema Marketing, Data Science schlechthin. Paul, hallo, vielleicht magst du dich ganz kurz vorstellen. Ja, hallo, guten Morgen. Also danke, Gerhard, für die Einladung. Freue mich, dass ich hier sein darf. Genau, also mein Name ist Paul Grasserbauer. Ich bin jetzt seit diesem Jahr bei der 506 im Marketing Data Science Bereich und versuche da jetzt mit meinem Know-how die ganze 506 in dem Bereich auch weiterzutreiben und in der Kooperation mit unserem Team diese Welten des klassischen Marketings, aber auch dieses Data Science Thema zu vereinen und so möglichst gut für unsere Kunden dann irgendwie einen Mehrwert zu schaffen. Ja, super, danke. Paul, wir haben eh quasi schon oft drüber gesprochen, die Buzzwords von KI bis Data, Big Data, Data Science werden ja quasi neuerlich durch jede Gasse getrieben. Vielleicht können wir mit den Basics anfangen, nämlich mein Data Science, das ist nur quasi die wissenschaftliche Bearbeitung von Daten, das Finden von Anomalien. Und der Grund, warum es 506 gibt, ist ja, weil ich glaube, dass die Spezialisierung auf Marketing Data Science sozusagen der Wettbewerbsvorteil der Zukunft sein wird. Aber wenn ich die jetzt einmal ganz konkret frage, what the fuck ist denn eigentlich Marketing Data Science? Wie würdest du das jemandem am besten beschreiben, der entweder ein Sechsjähriger ist oder ein Vorstand ist, sprich der eine versteht es nicht und der andere hat keine Zeit, kann man es jetzt aussuchen, wenn ich mag. Ja, also im Endeffekt vereint man da zwei Welten. Ich denke, den Begriff Marketing braucht man nicht unbedingt näher erläutern. Data Science ist schon wieder ein bisschen schwieriger, was da die Menschen darunter verstehen. Die klassische Definition ist eigentlich recht einfach. Es ist ja eigentlich die Extraktion von Wissen aus bestehenden Daten und über mit dem Hintergrund, um daraus dann zu lernen, Handlungen abzuleiten oder Entscheidungen zu treffen. Und wenn man diese zwei Welten jetzt irgendwo vereint, okay, dann ergibt sich natürlich dort der Blick. Man sammelt Daten, verwertet Daten, um daraus dann marketingrelevante Entscheidungen zu treffen, Marketingkonzepte auszuarbeiten und das Ganze dann natürlich anhand von Daten zu überwachen und daraus zu lernen, okay, welche Marketingmaßnahmen wirken überhaupt besser wie andere. Und die Grundlage für das Ganze sind natürlich qualitative Daten, ohne dem ist irgendwo immer ein Blindflug. Man hat vielleicht ein Gefühl, das könnte besser laufen oder nicht. Aber wenn man es einmal schwarz auf weiß sieht, ist das natürlich eine völlig andere Nummer. Also, das kurz zusammengefasst, die zwei Welten vereint, wäre dann das klassische Marketing Data Science. Und Paul, warum glaubst du, ist das jetzt relevant? Also, wenn wir über Daten reden, dann sind Daten in aller Munde. Und wenn man über Digitalisierung spricht, ist das auch immer wieder so ein Thema. Und sonst muss ich ehrlicherweise sagen, wird ja meistens über irgendwelche Datenschutzthemen gesprochen, sprich, was Google gerade wieder macht oder eben nicht macht oder welche Google-Fonts das gibt oder was der Cookie-Banner sein sollte oder nicht oder wen die Datenschutzbehörde als nächstes an den Pranger stellt. Also wir lassen uns ja da eher von diesen Negativthemen treiben. Ja. Aber aus deiner Sicht, warum ist denn das eigentlich so relevant und wo muss man denn da am Anfang überhaupt einmal hinschauen? Weil ich sage, wer Data Science sagt, sagt irgendwann einmal auch KI, aber ich glaube, du hast da eine ziemlich genaue Meinung darüber, wo man am Anfang mal hinschauen muss oder anfangen muss mit dem Thema. Genau, also zuallererst steht immer die Basis der Daten und der Qualität der Daten. Also man kann natürlich sagen, man wendet vielleicht irgendwelche hochkomplexen KI-Modelle einfach einmal an auf irgendwelche Daten und schaut, was rauskommt. Man kann eigentlich von vornherein sagen, das führt zu nichts, das was irgendwie Hand und Fuß hat. Das bedeutet, die Basis für alles sind eigentlich einmal Daten, wo man selber die Kontrolle hat und selber das Verständnis, was sagen diese Daten aus, was sammelt denn die überhaupt und kann ich das dann irgendwie verwenden für weitere Tätigkeiten. Also ich sage auch über so ganz klassische digitale Transformation, das ist so in aller Munde absolut richtig. Und zum Teil ist sicherlich in der Form absolut relevant, weil man sagen muss, okay, Daten zu sammeln und die dann zu weiter zu verarbeiten und zu analysieren, natürlich kostet das ganze Geld. Das muss man auch ganz klar so sagen, wenn man sich das halbwegs professionell anschauen will.
Wenn man es aber in Zukunft nicht macht, denke ich, dass das einfach nur mehr Geld kosten wird, weil einfach viele Fehlentscheidungen in der Vergangenheit einfach auch wahrscheinlich besser gemacht werden könnten, hätte man qualitative Daten im Vordergrund und als Basis für die Entscheidung. Genauso verliert man natürlich irgendwann einmal den Anschluss, wenn es Mitbewerber gibt, die was sehr qualitativ auf datenbasiert Entscheidungen treffen können, aber kann überhaupt nicht und ist irgendwo im Blindflug. Also da fängt bei mir mal das ganze Thematik an, das ganze Thema. Qualitativ Daten sammeln, auch mit dem Wissen, was sammelt ihr überhaupt, mit welcher Aber Intention. das ist ja eine spannende Frage, also zu der komme ich nachher noch, weil du hast ja gesagt, aus deiner Sicht und du meinst, und da würde mich ja interessieren, man steht ja quasi nicht als Jugendlicher irgendwann einmal auf nach dem Fortgehen und denkt, ah, ich glaube, ich werde jetzt Data Scientist. Sondern das muss ja irgendeinen Grund haben, warum man sagt, warum interessiert an das. Und das würde mich und wahrscheinlich auch ein paar, die gerade zuhören und zuschauen, interessieren. Was war bei dir der auslösende Grund zu sagen, Data Science ist eigentlich ein Gebiet, das spannend für mich ist, ich möchte es sogar beruflich machen. Was ist das Spannende für dich? Warum machst du das? Also es hat eigentlich so zwei große Gründe. Das eine ist, spielt ein bisschen in das rein, was ich gerade gesagt habe. Ich denke, dass man mit nicht einmal übertriebensten Know-how und übertriebenst komplizierten Möglichkeiten relativ gut einen Mehrwert schaffen kann. Also wenn man mit Personen redet, die vielleicht in völlig andere Geschäftsbereiche sind und überhaupt kein Bezug haben, okay, was sind Daten, welche Formen von Daten gibt es und was könnte ich daraus machen. Ich glaube, einfache Sachen kann man praktisch in jedem Geschäftsbereich anwenden, mit auch dem großen Mehrwert dahinter, dass man sagt, okay, das sind doch spannende Erkenntnisse oder man kann auf Basis von dem spannende und richtigere Entscheidungen treffen. Und der zweite große Punkt, das ist natürlich am Zahn der Zeit, das muss man trotzdem ganz klar sagen, wenn man sich diese großen Konzerne anschaut, die Geschäftsmodelle von denen basieren praktisch zu 100% auf Datensammlung und Datenverarbeitung und machen das auch sehr erfolgreich. Das bedeutet, es ist schon spannend, welche Wissenschaftler und welche klugen Köpfe sich da teilweise unglaublich ausgefinkelte Modelle, mathematische Modelle, aber auch Konzepte überlegen, wie man denn gewisse Probleme lösen kann. Und ich will jetzt nicht sagen, dass jeder das professionellste Tool und die professionellsten Sachen braucht, aber allein der Einblick in diesen Bereich ist doch spannend, weil das einfach am absoluten Zahn der Zeit ist. Aber da hast du gerade einen Punkt angesprochen, quasi, wo du sagst, es interessiert dich, weil alle großen und erfolgreichen internationalen Firmen, und das werden momentan immer die digitalen meistens genannt, also wenn man sich zumindest anschaut, welche Marken sind, wie viel wert, dann sieht man nicht mehr die Top 5 Autoplayer oder Industrieunternehmen, sondern andere drinnen. Und da muss man aber trotzdem sagen, um jetzt ein bisschen Advocati Diabolos zu spielen, du sagst das richtigerweise, dass das spannend ist für dich und das ist interessant. Aber ich habe gestern auf der FH einen Vortrag halten dürfen, auch bei anderen auch wieder. Man erlebt aber trotzdem immer wieder, wenn man mit Wirtschaftstreibenden, Marketingleiter oder anderen spricht, dass man recht schnell bei der Hand ist, dass man über die Gaffers dieser Welt schimpft. Verzeihung, ist Datenkrake und andere Dinge auch. Man weiß auch, sie sind super erfolgreich mit dem Thema, deswegen dominieren sie das. Also der Werbemarkt, der Digitale, ist in der Hand von dreien, die drei Viertel des Markts haben. Aber wenn es darum geht, selber was zu machen, also wirklich selber sich seine eigenen Informationen, und damit meine ich nicht die Buchhaltungs- und CRM-Daten, sondern Bewegungsdaten von Webseiten oder anderen anzustellen, gibt es eigentlich kein großes Interesse oder wenig Zeit oder wenig Budget. Wie würdest du das erklären? Warum glaubst du, ist das so? Dann sind wir jetzt nicht drüber geredet im Detail, aber also ihr erlebt es ja sehr, sehr häufig, dass man zwar immer hinsagt auf die anderen, selber aber trotzdem nicht tut. Ja, das ist eine interessante Erscheinung, das ist tatsächlich wahr. Ich glaube, das hat irgendwo den Hintergrund, weil es einfach erstens einmal mit Arbeit und Gehirnschmalz immer verbunden ist. Man muss sich einfach mit dem einmal beschäftigen, okay, wie ich es da erwähnt habe, welche Daten sind für mich irgendwie relevant, was kann ich denn mit denen machen? Und die meisten sind irgendwie, denke ich, so nicht gefangen, aber so im Flow von ihrem eigenen Geschäft, dass das dann einmal sie da hinsitzen und einmal ruhig darüber überlegen, einfach vielleicht auch
auch die Zeitressourcen nicht zur Verfügung stehen. Das, denke ich, ist der erste Punkt. Und dann kann man natürlich einmal sagen, okay, und man will es aber trotzdem irgendwie, und die Tools von Google etc. bieten halt einfache Möglichkeiten an, da brauchen wir nicht so viel überlegen, vielleicht sogar. Mhm. Und, also die Bequemlichkeitsfalle ein bisschen, dass ich halt mit, ich meine, das sieht man ja oft, wenn man jetzt so ein Projekt hernimmt, wo jemand sagt, okay, ich möchte jetzt mit First-Party-Daten arbeiten, und sagt dann, okay, dann macht man bla 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 bla, alle diese Punkte, die notwendig sind, und dann sagt er, aber warum brauche ich denn da auf einmal Software, die Geld kostet dafür? Weil ich glaube, das Bewusstsein ja gar nicht da ist, dass man sagt, naja, jetzt werden deine Daten alle von einem DSP, also Programmatic Advertising, von Google oder von einem anderen gesammelt und gehalten. Und das kostet nichts. Wenn du aber First-Party-Daten selbst sammelst, dann musst du ja irgendwo sammeln. Und zwar irgendwo in einer Art Datenbank, in einem Programm oder in irgendwas anderes. Und das gehört dann dir. Das heißt, das, was der Google schenkt oder den anderen, musst du halt dann selber sein. Und alleine das Bewusstsein ist ja oft schon gar nicht da. Sagt er, warum kostet das auf einmal was? Sag ich, ja, weil das der die ganze Zeit schenkt, für das, dass dem du auch seine Daten gibst. Also ich glaube, da steckt es ja schon drin. Aber du hast einen anderen spannenden Punkt noch gesagt, weil ich kenne das auch und sage, Herr Kühner, ich weiß ja, das mit dem Dashboard und dem, das haben wir, die haben wir eh alles, die Sachen getan, so nur gerade nicht. Und wenn man dann sagt, ich möchte jetzt gern die Ergebnisse von Marketing und Sales überprüfen, nämlich was bringt es meinem Geschäft wirklich und nicht, ist ein Button geträgt, wenn er abgesendet wird, dann heißt ja, nein, das war super cool, machen wir das, weil die Daten haben wir ja alle. Die liegen ja herum, das weiß ich, wir haben genug Daten, wir haben alle. So, und zwischen Daten und Daten ist aber ein Riesenunterschied. Und ich glaube, eines der größten Probleme, das man auch bei unserer eigenen Plattform immer wieder am Anfang sieht, ist ja, was sind das für Daten, in welcher Qualität, wie sind die benannt? Vielleicht kannst du da einen kurzen Schulterblick geben, wann wer sagt, ich habe eh viel Daten, und dann schaust du die Daten das erste Mal an, was du im Durchschnitt eigentlich für Erlebnisse hast. Ja, das ist ein extrem wichtiger und teilweise oft erschreckender Punkt, ja, weil man glaubt oft, okay, man baut irgendwas ein, irgendeine Datensammlung, und die Daten kommen dann in irgendeine Datenbank, und da liegt jetzt eh so viel und da habe ich 1 Million Einträge. Wenn man sich die 1 Million Einträge aber dann rausfährt und einmal schaut, okay, was sind denn da für Sachen drinnen? Und die Hälfte der Daten sind nicht einmal befüllt, und bei ein paar andere steht irgendwas drinnen, was irgendwelche Fehlsammlungen betrifft, und dann bleibt im Endeffekt nicht mehr viel über. Also das, was wirklich eine Qualität hat, das bedeutet, das ist immer wieder eigentlich, wie erst kurz erwähnt, die Basis für alle weiteren Schritte ist irgendwie eine Datenqualität und eine ausreichende Datenmenge. Wenn man das nicht hat, dann braucht man eigentlich nicht irgendwelche komplexen Modelle drauf anwenden oder irgendwelche Vorhersagen zu probieren, sondern ich denke, es wird da so sehr viel Energie in das reingesteckt, okay, wie fancy kann man das dann aufbereiten und wie fancy kann man das dann verwerten, aber das, was vorne liegt, das, was vorne mal reinkommt, ist teilweise halt, man muss oft sagen, einfach Kraut und Rüben. Und die Benennung, was du gerade erwähnt hast, ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man eigentlich überhaupt, man kann schon mal sagen, man wendet Modelle blind einmal an, aber, und es kommt dann eine Aussage raus. Sagen wir, diese Attribute sind vielleicht wichtig für irgendein Marketing, irgendwelche Datenattribute sind wichtig für Marketingmaßnahmen oder sind entscheidend. Und man weiß aber gar nicht, was die Attribute überhaupt aussagen hinten. Dann steht man natürlich vor dem Problem, okay, wir haben jetzt irgendein Ergebnis, haben aber überhaupt keine Ahnung, was das Ergebnis überhaupt bedeutet. Und dementsprechend, genau wie es du richtig gesagt hast, das ist ein unglaubliches, oft leidiges Thema, dass man es schafft, einmal die Daten in einer ausreichenden Qualität vorne reinzubringen, um hinten raus dann irgendwie auch Ergebnisse zu schaffen, die was einen Sinn ergeben. Aber ich glaube, genau das, was du sagst, kann ich auch nicht bestätigen. Es erfüllt ja oft das Bewusstsein, weil wenn ich sage, ich habe jetzt irgendwelche Informationen vorliegen, dann sind diese Daten, bleiben wir jetzt im Tracking zum Beispiel von der Webseite, dann tut die hauseigene SEO-Agentur SEA-Agentur dann irgendwelche Trackings verbauen, die wollen messen, unter Anführungszeichen, ob eine Conversion quasi passiert ist, und dann nennen sie diese Conversion Goal 1 oder Conversion 1 oder Conversion A, und von dem anderen Produkt auf der anderen Seite nennen sie es dann B. Aber sie sagen nicht Einkauf Dosentomaten, Einkauf Bananendosen, sorry. Und das ist natürlich für seine Tätigkeit vollkommen okay, dass er so das Goal 1, 2, 3 nimmt. Nur wenn du Daten hast, die Goal 1, 2, 3, was kannst du aus denen denn dann noch lesen? Du kannst ja nichts mehr rausfinden. Du hast ja keine beschreibende Tätigkeit mehr von dem Ganzen. Man weiß ja nicht mehr. Und das ist sozusagen so ein ganz großes Thema. Und was du sagst,
diese Daten im Vorfeld sind eher wichtig. Oftmals hat man ja die Diskussion über KI, über AI und Co., dass die ja sozusagen die Weltherrschaft an sich reißen und wir irgendwann einmal Gefahr laufen, dass quasi Computer unser Leben übernehmen. Wie würdest du den Status quo anschauen? Weil wir diskutieren gerade darüber, dass die Daten nicht einmal richtig benannt werden und in der Zeitung liest man, dass KI die Weltherrschaft übernimmt. Wie würdest du den Status quo einschätzen? Aus deiner operativen Sicht? Ja, also aus meiner Sicht ist das immer ein bisschen witzig, wenn man mit wem redet, der hat irgendwelche Artikel gelesen zu dem Thema und glaubt jetzt tatsächlich, auf einmal sind wir jetzt in der KI-beherrschten Menschheit angelangt. Ich sehe das absolut nicht so. Also meiner Meinung nach ist die Intelligenz nicht bei den Maschinen und nicht bei den Computern, sondern immer nur beim Menschen. KI basiert im Endeffekt auf klassischen, oft auch schon älteren, jahrzehntenalten Prinzipien aus der Statistik, aus der Mathematik oder algorithmischen Konzepten. Aber darf ich da nachfragen, wenn du sagst, aus alten Algorithmen oder Co., warum sind dann diese Algorithmen jetzt im Einsatz? Also meine Vermutung ist, mit Rechenleistung zu tun oder anderen, aber warum sind alte Algorithmen aktuell im Einsatz? Weil die Algorithmen... Jeder glaubt ja, alles ist immer neu, also auch der Algorithmus muss neu sein. Ah, genau, das ist auch ein ganz spannender Punkt. Es hat schon vor 50 Jahren auch sehr intelligente Menschen gegeben, die an solche Sachen gefeilt haben. Und die haben aber überhaupt eigentlich gar nicht die Möglichkeit gehabt, dass die anhand von der Rechenleistung, aber vor allem auch von der Speicherkapazität von den heutigen Rechner und Festplatten überhaupt nicht die Möglichkeit gehabt, dass große Datenmengen verwerten. Das bedeutet, die haben sich eigentlich schon Sachen überlegt, was sie noch gar nicht wirklich anwenden können. Und das kommt dann erst im Laufe der Jahrzehnte natürlich dann gekommen, die Rechenleistung massiv gestiegen und auch natürlich die Speicherkapazitäten. Somit hat man überhaupt einmal Daten, die Möglichkeit, diese Big Data überhaupt einmal zusammen, überhaupt eine große Datenmenge zusammen, wo sie einige dieser Algorithmen erst einmal eignen könnten, dass das überhaupt einmal zu schlagen kommt. Das bedeutet, also richtig intelligent ist immer nur dann, wenn man es in einer Art und Weise anwenden kann, das, was wirklich einen Sinn macht. Und wie gesagt, das basiert natürlich auf einmal qualitativen Daten, die was sinnvoll gesammelt werden. Dann vielleicht zu überlegen, okay, was kann man als Ziel mit diesen Daten überhaupt für Informationen rauskriegen? Dann kann man natürlich das runterbrechen auf die Algorithmen oder Konzepte. Und das macht dann irgendwie einen Sinn. Also diese ganze Pipeline von vorne, von der Sammlung bis zu irgendeinem Ergebnis, das kann man intelligent gestalten. Aber die Computer an sich basieren eben oft auf erschreckend einfachen, trivialen Sachen. Und das ist meiner Meinung nach nicht in der Form überhaupt gegeben, dass das die Weltherrschaft an sich reißen kann. Ja, weil den Eindruck hat man ja manchmal und umgekehrt, wenn man dann mit sozusagen Marketing, Sales und Geschäftsführern spricht oder so, ja, ist ja oft die Meinung darüber, schaut her, da sind irgendwelche Daten, darfst du ein bisschen jetzt KI drüber streuen und dann wird irgendwas Magic-mäßiges rauskommen, was ja eigentlich der komplette Holler ist. Also Daten ohne Sinn zusammen, glaube ich, treibt dir ja die Schweißperlen auf die Stirn. Und ich glaube einfach, dass man so ein komplexes Thema am einfachsten managen kann, ist eigentlich immer der wichtigste Punkt, welche Frage möchte ich denn beantwortet wissen? Weil ich sage einmal, mein Zugang, das ist ja nicht technisch, im Gegensatz zu dir, ist ja nicht der, dass mir jetzt den Kopf zerbrechen muss, welchen Algorithmus du verwendest, sondern eigentlich, und ich denke, das ist das, was sie die wenigsten noch überlegen, ist, welche Frage, also was ist eine sinnvolle Frage, was möchte ich denn beantwortet haben? Weil ich denke, wenn ich zu dir jetzt sage, Paul, ich möchte gern beantwortet haben, welche meiner Marketingaktivitäten führt zu den geringsten Produktbeschwerden und Rücksendungen meiner Produkte, dann würdest ja du damit was anfangen können, oder? Genau so ist es. Und da braucht man aber oft bei dieser einfachen Frage gar keine hochkomplizierte KI dafür, sondern es wären eigentlich klassische Analyseverfahren, eine Korrelationsanalyse zum Beispiel, wo man, das ist keine groß hochtrabende Technologie, was man für solche Fragestellungen verwenden muss, sondern eigentlich nur mal, okay, man will verstehen, was sind Daten und was kann man aus den Daten für Informationen ziehen. Und in der Mitte steht über das Konzept oder der Algorithmus, wie du richtig gesagt hast, aber der an sich auf irgendwelche anderen Daten angewendet, ist jetzt nicht unbedingt intelligenter oder wie irgendwas anderes. Also im Ergebnis wirkt es oft so, wie wenn da unglaublich intelligente Sachen schon dahinter stehen, besonders in dieser Bilderkennung,
Bildgenerierung, Spracherkennung. Tatsächlich sind es halt einfach riesen Datenmengen, was da reingefüttert werden. Und ich glaube, du hast gerade DALL-E 2 angesprochen, das ja jeder ausprobieren kann, wo man wirklich per Text schreiben will, ich hätte gerne einen Astronauten auf einer Liege, die im Art Deco Design dargestellt wird, gibt es ein und DALL-E 2 quasi erzeugt dann ein Bild oder auch GPT-3, sozusagen, das wir selbst auch benutzen, wo wir wirklich ein großes Spracherkennungsmodell haben. Sowas hast du gerade als riesendatenlernendes Modell, wo die Menge der Daten eigentlich der Erfolg ist und die Rechenleistung dahinter. Ist das richtig? Genau, also in Wahrheit, sagst du es genau richtig, der große Erfolg ist eigentlich die Menge der Daten. Das, was eben diese großen Player, wie wir es erst erwähnt haben, auch haben, einfach über die weltweite Datensammlung. Und natürlich können die dann sehr qualitative Modelle drauf trainieren und auch ganz qualitative Aussagen tätigen. Aber ich sage mal wirklich, der knackende Punkt sind immer die Daten, die Datenmenge und die Qualität. Das ist natürlich. Ja, super. Wir sind leicht über der Zeit. Das war ein toller sozusagen Abschlusssatz von dir. Ich hätte gern noch hinzugebunden. Erstens einmal danke fürs Dabeisein. Jeder, der gern mehr darüber wissen möchte, kann direkt, am besten aber über Direktnachrichten LinkedIn, den Paul oder mich auch kontaktieren. Ich möchte abschließend nur einen Satz abändern, den wahrscheinlich der eine oder andere kennt. Vor nicht allzu langer Zeit war ja noch der Ausspruch, Software is eating the world. Und ich muss ehrlicherweise sagen, dass die Software als Werkzeug sozusagen nach wie vor bestehen bleibt. Aber eigentlich muss man sagen, Data is eating the world. Und ich denke mir, wie wir uns mit Daten auseinandersetzen, nicht nur aus Schutzrechten, sondern auch im Sinne von Humanismus und was können wir damit machen, wird eine spannende Zeit. Paul, herzlichen Dank, dass ich dich aus der Arbeit rausreißen durfte, damit uns du sozusagen ein bisschen für eine Kaffeepause zur Verfügung stehst. Herzlichen Dank nochmal und danke fürs Dabeisein. Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. Hat mich gefreut. Sehr cool. Wunderbar. Und an alle anderen noch einen schönen Freitag und eine tolle nächste Woche. Ciao, baba. Von mir auch. Tschüss.